Mein Gott, werdet ihr sicher sagen. Mit was kommt er denn jetzt hier wieder? Okay, also das, was ihr jetzt hier im Bilde seht, sind Röhrenverstärker der Type Challenger 400 mit jeweils 500 Watt Maximum pro Kanal und Dämpfungsfaktor 10. Diese Verstärker sind im Prinzip geeignet für große Elektrostaten, große dynamische oder auch magnetostatische Lautsprecher. Ich möchte euch ein wenig über die Technik dieser schweren und großen beeindruckenden Verstärker erzählen. Im Unterbau des Verstärkers befindet sich auf der Rückseite die Umschaltung für die Versorgungsspannung zwischen 115, 230 oder 245 Volt. Und oben auf dieser kleinen Leiterplatte erkennt ihr auch eine kleine grüne LED, die euch zeigt, ob ihr die Phase richtig angeschlossen habt. Ist das der Fall? Dann muss diese LED grün leuchten. Rechts daneben befindet sich der große 800 VA Ringkerntransformator, der in einen Gummitiegel gebettet auf Schwingelementen ruht, damit sich seine Netzresonanzen nicht auf das Gehäuse übertragen. Und rechts neben dem Ringkerntransformator erkennt ihr diese kleine Leiterplatte mit drei Relais, die im Prinzip einen Einschaltvorgang kontrolliert herbeiführen. Das bedeutet also zunächst nach dem Einschalten heizen, dann die Versorgungsspannung generieren für die Treiber, am Ende die Anodenspannung dazugeben und wenn das alles stabil durchgewärmt ist, wird dann auch der Lautsprecher freigegeben. Und rechts neben dieser kleinen Leiterplatte ist dann auch eine etwas größere, die schon mal grundsätzlich alle Versorgungsspannungen, die der Verstärker benötigt, stabilisiert wieder wären. Also die Gitter-2-Spannung für die Schirmgitter, Anodenspannung, die BIAS-Referenzspannung, die Heizspannung und ja, einige andere Belange mehr. Und auch von dieser Leiterplatte rechts gesehen, also im Prinzip dann ganz vorne am Verstärker, befindet sich der Ausgangsübertrager. Ein 500 VA-Kern, der weit weg vom Ringkerntransformator gestellt ist, damit die sich gegenseitig nicht beeinflussen. Man kann auch so rechts davon noch Teile der Front erkennen. Wenden wir uns jetzt der Leiterplatte zu. Immer rot, wie das bei Audiovivo seit 30 Jahren so üblich ist. Und bestückt ist diese ganze Leiterplatte mit 12 x KT120. Für beide Geräte kosten die alleine schon fast 1500 Euro. So, und jetzt erkennt ihr hier mal so auszugsweise einen BIAS-Platz für eine Endröhre. Da ist auch so ein kleines IC neben, rechts neben jeder Endröhre, die dann im Prinzip den Kathodenstrom abtastet und wenn erforderlich korrigiert und für den dynamischen Fall zwischenspeichert. Damit also in jeder Endröhre, egal wie alt sie ist, in welcher Verfassung sie sich befindet, wie und wie auch immer, mit immer dem gleichen Strom betrieben wird. Und das alles geht ganz vollautomatisch. Da müsst ihr euch nicht jeden Abend mit eurem Schraubenzieher oder Werkzeug unter den Verstärker kriechen, wie beim Auto, um die Röhreströme zu justieren. Bei vielen amerikanischen Konzepten ist das ja noch so der Fall. Nein, das geht hier alles selbsttätig und von ganz allein. Und sollte dann mal eine Röhre kaputt sein, erkennt man das an einer LED, die dann leuchtet am jeweiligen Röhrenplatz. Ihr tauscht dann einfach die Röhre gegen eine preiswerte neue und fertig. Wir befinden uns jetzt hier auf der Front und nun verfolgen wir hier mal anhand der grünen LED, wie sich dieser Einschaltzyklus abwickelt. Diese kleine Leiterplatte unten im Unterbau des Verstärkers schaltet also nach und nach die verschiedenen Spannungen hinzu und schont auf diese Weise natürlich ihre Netzleistung und zum anderen natürlich auch Lautsprecher und Röhren. So, auch hier nochmal ganz deutlich zu sehen,
der Biasplatz einer Endröhre und ihr erkennt darauf so einen kleinen gelben Körper. Das ist eine sogenannte reversible Sicherung, die bei 300 Milliampere im Kurzschlussfalle einer Röhre, sie könnte ja kollabieren oder wie auch immer, öffnet und sich dann später selbsttätig wieder zurücksetzt, sodass also kein Service anfällt. Die Gesamtkapazität der Anodenspannung beträgt ca. 5000 Mikrofarad bei 450 Volt und sorgt für brummfreie Musik. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Audiovalve-Verstärker nicht brummen und jetzt will ich euch auch mal erzählen, warum. Natürlich bekommt man keine Anodenspannung komplett brummfrei. Und im Prinzip ist es dann so, dass an den heißen Enden des Übertragers sich die Brummspannung normalerweise aufhebt, wenn der Stromfluss durch beide Teilwicklungen des Übertragers gleich groß ist. Ist er aber bedauerlicherweise bei den meisten Konzepten nicht, weil der Ruheström in den Endröhren nicht konstant ist. Und sobald nun im Übertrager ein kleines Ungewicht auftritt, weil die linke oder die rechte Röhrenbank etwas mehr Strom zieht als die andere, ist die ganze Geschichte hinfällig und ihr werdet das Ergebnis immer als Brumm im Lautsprecher hören. Dann könnt ihr euch hinstellen und mit euren Schraubenziehern wieder versuchen, eine Justage der Endröhren durchzuführen. Das hält vielleicht einen Abend, aber morgen Abend macht ihr das Gleiche in Grün. Und damit sind wir natürlich schon beim nächsten Problem. Ihr werdet ältere Konzepte, die ihr gekauft habt, sei es bei eBay gebraucht oder wo auch immer, die diesen Automatismus nicht besitzen, nie brummfrei bekommen. Da könnt ihr tun und machen, was ihr wollt. Und deswegen vertrete ich eigentlich die Auffassung, dass man sich so etwas nicht mehr antut und nicht den Geldbeutel strapaziert mit völlig überholter alter Technik, nur weil sie irgendeinen Kultstatus besitzt. Ihr werdet damit nicht glücklich und derjenige, dem ihr es verkauft, der wird genauso wenig glücklich. Im Prinzip gehört das Zeug in die Tonne geklopft oder nennt sich dann auch Elektronikschrott. So, jetzt aber mal hier zurück zu unserem Verstärker. Ihr erkennt in der Mitte den Treiber und ganz vorne die EM80 als magisches Auge. Als Aussteuerungsanzeige für die Zirka-Lautstärke, mit der der Verstärker spielt. Ich pflege dieses Modell jetzt näherungsweise auch schon circa 20 Jahre, habe eine Menge davon nach China verkauft und aktuell sind alle irgendwie mehr oder weniger in Betrieb. Mir ist kein Fall bekannt, dass ein Pärchen dieser Baureihe irgendwo in der Ecke herumsteht und vergammelt. Das Display vorne ist zweifarbig beleuchtet. Im Standby-Mode leuchtet die Front rot und später dann, wenn ihr in den Operate-Mode umschaltet, ändert sich die Farbe auf grün als Hinweis dafür, dass nun der Verstärker in Betrieb ist. Aber ich denke, das hört man auch. Wenn ihr an den KD120 keinen Spaß habt, kann man natürlich auch K6550 verwenden oder KD100. Ihr könnt eigentlich alles reinstecken, was PIN-kompatibel ist. Die Arbeits- und Ruheströme der Röhren werden ja selbsttätig eingestellt. Ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern. Wie heißt es so schön in der neuzeitlichen Sprache? Plug and Play? Genau. Nachdem meine Mitarbeiter die erste Inbetriebnahme am Verstärker hinter sich haben, bekomme ich die Teile in der Regel auf den Tisch und bin die letzte Instanz, die sich mit der Qualität und der Wiedergabe und allen technischen Eigenschaften des Produktes nochmal letztlich auseinandersetzt, um sicherzustellen, dass die versprochenen Leistungsmerkmale auch eingehalten werden. Nachdem dann die Endstufen erfolgreich das Messprotokoll absolviert haben, kommen die Verstärker ins Studio, werden an einen Vorverstärker angeklemmt, in diesem Fall hier ein Solaris DAC,
und laufen dann in der Regel 1 bis 2 Tage zur Probe, mal im Standby-Betrieb, mal im Operate-Mode, damit sichergestellt ist, dass unter allen Bedingungen, kleiner Last, großer Last, Volllast, die Verstärker immer zur Zufriedenheit an des Kunden über lange, lange Zeit spielen werden. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, Helmut.